4 Schalotten, 4 Knoblauchzehen, 2 Bio-Zitronen, 1 Huhn, Klammer auf ca. 1,5 Kilogramm Agensinhähnchen, Z2 Zweige Rosmarin, 5 Stiele Thymian, 2 Stiele Salbei, 4 Hexaliter Olivenöl, LTI Rosenscharfes Paprikapulver, 150 Milliliter Geflügelfond, Klammer auf bei Umluft, 250 Milliliter Klammer zu, außerdem Küchengarn, Fladenbrote, 250 Gramm Mehl, Salz, 20 Gramm frische Hefe, 1 TI Zucker, 8 Ei Olivenöl, 1 TI Koriandersaat, 1 ATI Chiliflocken, Flöhr, Dieselhuhn, 1 Bio-Zitrone, 6 kleine Artischocken, 500 Gramm Buntmöhren, 6 Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 5 bis 6 Hexaliter, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1, 2 Großmarin, 1 Bio-Huhn, Klammer auf ca. 1,5 Kilogramm, Klammer zu, 6 Stiele glatte Petersilie, außerdem Geflügelschere. Zweitens Huhn mit Schalotten, Knoblauch, Zitronenscheiben, Rosmarin, Thymian und Salbei füllen. Die Keulen mit Küchengarn zusammenbinden. Olivenöl mit Paprikapulver verrühren und das Huhn rundum damit einreiben. Huhn mit der Brustseite nach oben in eine Auflaufform legen, Geflügelfond dazu gießen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 50 bis 60 Minuten bei 180 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 1:20 Stunden garen. Dabei immer wieder mit dem Bratensaft beträufeln. Drittens Huhn aus dem Ofen nehmen, auf ein Schneidbrett legen, in Brustteile und Keulen zerteilen. Restliche Zitrone waschen und halbieren. Mit Zitronenhälften und Baguette servieren. Dazu passt Blattsalat.